Tief Johanna wird hoch Gustav verdrängen. Das bedeutet, dass wir in manchen Regionen den Regenschirm brauchen, aber dort, wo hoch Gustav noch da ist, auch gerne mal noch längere Zeit die Sonnenbrille. Ja, wir schauen auf die Großwetterlage und sehen das abziehende Hochdruckgebiet Gustav mit seinem Zentrum knapp östlich von uns. Hier liegt das Tief Johanna, bringt feuchte und wieder ein bisschen kühlere Luft. Aber es gibt ja immer noch auf der Vorderseite eine warme Südwestlage. Wolken sind dabei. Und wenn wir jetzt noch den Regen ein bisschen genauer betrachten, sieht man, da ist jetzt mengenmäßig nicht allzu viel los. Größeres Regengebiet zieht im Laufe des Tages am ehesten in der südlichen Mitte durch. In Sachen Sonnenschein haben wir am meisten Richtung Alpen, nämlich über 10 Stunden. Weiter Richtung Nordwesten, da sind es nur noch 2 bis 4 Stunden Sonnenschein. Insgesamt, da sind am Vormittag die Wolken schon ziemlich kompakt. Da und dort fällt ein bisschen Regen. Im Süden viel, viel Sonnenschein, vor allen Dingen an den Alpen. Es kann übrigens auch ganz im Osten von Vorpommern bis zum Oder Bruch am Vormittag ein paar Regentropfen geben. Am Nachmittag wird sich der Regen da und dort ein bisschen intensivieren. Wir haben es gesehen, hier von Saarland über die Pfalz bis nach Franken rein. Und im Norden, wenn da mal die Sonne durchkommt, baut sich Labilität auf. Wir haben rund um Niedersachsen und Schleswig-Holstein auch ein paar kräftige Regengüsse und sogar einzelne Gewitter. Die Temperaturen dort oben, je nachdem wie weit man von der See weg ist, zwischen 19 und 24 Grad. Richtung Süden ist alles super sommerlich. Mit viel Sonnenschein geht es hoch auf 28, örtlich 29, im Osten örtlich sogar 30 Grad. Aber das schwüle Empfinden nimmt ja auch schon wieder zu, vor allen Dingen in diesen rot markierten Bereichen von der Pfalz bis hoch nach Schleswig-Holstein.